liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Willkommen zu unserer schönen kleinen Kolonie. Ja, ihr seht, das Lager ist immer noch nicht fertig. So, das ist so eine Daueraufgabe. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, wurde viel geerntet, viel nebenbei zu tun gehabt, Angriffe wurden abgewehrt etc. Deswegen hoffe ich mal, dass wenn die Ernten eingefahren werden und ein bisschen mehr Luft nach oben ist, dass hier Step by Step das weiter ausgebaut wird und wir hier so ein bisschen Ordnung reinkriegen. Die Produktionsstätten mal so ein bisschen nach unten verlagern, vielleicht hier ein bisschen vergrößern. Anfangen, wie schon tausendmal bekundet, die Quartiere vielleicht nach außen zu verlagern. Ja, wir haben noch viel zu tun. Dann machen wir auch mal weiter. Es ist gerade Nacht. Wir werden hier mal schauen, wie es mit den Prios ausschaut. Das hatten wir schon mal angeguckt. Lassen wir mal weiterlaufen. Jo. Wie lange haben wir eigentlich noch die Gefangenen in unserer Obhut? Noch 9,7 Tage. Ja, Zeit rennt. Zeit rennt, ihr Lieben. So, das ist gut. Da kriegen wir nochmal 9 Ehre. Wie sieht es eigentlich mit Anfisas Widerstand aus? Oh, noch 32,2. Werden wir sehen. So, Duago ist schon aufgeschoben. So langsam geht hier wieder das Leben los. Training fehlgeschlagen? Was hat er denn trainiert? Wann? Aber Nero putzt hier fröhlich. Ja, wir hatten ja mal getestet, ob er halt diese Sachen hier zerstört. Ja, hat er gemacht. Kurzbögen. Aufgaben. Waffen einschmelzen. Ja, Cleaver. Das nicht. Albert, das wird alles eingeschmolzen. Ranch Zeus haben wir. Wenn man es nicht einschmelzen kann, dann soll es ja zerstört werden. Details. Claymore, Cleaver nicht, Combat Knife. Also alles, was nicht eingeschmolzen werden kann, soll vernichtet werden. Ikwa kann auch weg, dann Kriegshammer auch, Langschwert nicht. Light Club Messer, die brauchen wir nicht mehr, das ist das Problem. Also, wir brauchen die echt nicht mehr. Speer kann weg, Streitkolben und so brauchen wir nicht. Tribal Axe, Zeushammer. Rest bleibt. So, das mit der Nahrung sieht doch mal doch schon mal nach etwas aus, oder? So. Endelfutter, Dorgo, Bokroi, Sneaker kocht, Keiko. Ja, wir könnten mal wieder jagen. Fleischmenge. Wollen wir es mal mit einem Nashorn ausprobieren? Ja, oder? Moment. Wir müssen mal Seneca ein Pferd zuteilen.
Sinica hat ein Pferd. Menino hat auch schon ein eigenes Pferd. Dann kriegt hier mal... Okay. Habanero, Embrin, Doago und Keiko. Habanero... Keiko kann das nicht. Nee, das macht dann Doago weiter. Ja, dann soll hier mal... Also die Pferde, die ich nicht weitergeben kann, die sollen dann mal... keine Meister haben. Sinica, Menino, Bokroy. Die können dann von allen geritten werden. So. So machen wir das. Ich lasse ihn nicht, aber die Stute kann von allen geritten werden. So. Keiko. Ja, sie hat jetzt natürlich kein... Wow. Das ist eine gute Entfernung. Das beobachten wir mal. Weil das ist schon ein massives Tier. Ich habe da echt Angst gerade, aber... Da ist halt auch gut Fleisch dabei, ne? Hier aus? Ja. Bloß nicht die Herde aufschrecken. Sehr schön. Das wird, glaube ich. Noch kein Tag, wieder verfehlt. Oh, komm schon. Naja, wir lassen das so. Ich glaube, das wird. So, wir werden mal hier... Stahl haben wir ja mittlerweile. Hier benötigt Behandlung. Die Katze jagt wieder eine Ratte. Rechtes Auge, also hintere, linkere Pfote abgessen. Ja, Estelle macht das nicht mehr lange mit. Ich werde mal vielleicht so in Zukunft diese Haustiere vielleicht so ernähren. Dann... bauen wir hier mal wieder eine Mulde. Damit wir so langsam mal vorankommen. So. Wie sieht es mit den Waffen hier aus? Ja, wurde alles... Pilum wurde nicht zerstört. Warum? Kurzbogen und... Kurzbogen behalte ich nochmal. Details. Warum wurde das Pilum nicht... Waffe zerstören? Pilum? Okay. Ah, okay. Das machen wir dann mal so. Waffe einschmelzen, Fernkampfwaffe. Pilum. Muss ja bei P hier sein. Warum finde ich die nicht? Pilum, Pilum. Gilt das nicht als Fernkampfwaffe?
Pistole, Präzisionsgewehr, Repetiergewehr. Scheinbar nicht. Wie wird das denn genannt? Warte mal. Das ist ein Wurfspieß aus der Antike. Okay. Waffen einschmelzen. Anscheinend kann man die nicht einschmelzen vielleicht. Okay. Pilum kann dann zerstört werden. So, Pilum zerstören wir. Rest bleibt erstmal. Ja, super. Katze wird behandelt. Schafe grasen weiter. Wir können ja auch mal eigentlich hier auch mal ein bisschen Stahl lagern. Was kann man hier noch lagern? So, müssen wir mal gucken. Metallschrott, Brocken, Ausscheidung. Rohstoffe, kann man hier Stahl? Ja, Stahl geht auch. Da will man nochmal eine Mulde für Stahl hier hinsetzen. Super. Dann kommt das hier mal weg. Sehr schön. So, hier kommen mal brockentechnisch Granitbrocken rein. Passen ja insgesamt 12. Das sind hier 11. Ach, löschen. Dieses Lager hier löschen. Objekte wegtragen. Ich lösche auch mal dieses Lager hier. Und dann haben wir hier schon mal 12. So. Stahl kann auch mal weiter abgebaut werden. Nochmal. Können wir echt gebrauchen. Ein Nashorn wurde gezähmt, okay. Der kommt dann mal gleich in die Schlachtzone. Gebiet 1 ist das, glaube ich. Gebiet 1. Ja, dann werden wir den schlachten. Wir haben echt mittlerweile gut Wolle, ne? Schafswolle. Irgendwie kommen aber keine Händler. Ich hoffe mal, dass irgendwie die Mods oder irgendwie das Spiel nicht irgendwie einen Fehler drin hat oder so. Keine. Das wäre echt, ja. Das wäre jetzt nicht so dolle. So. Der kann hier erstmal. Ne, eigentlich können wir den schon schlachten. So. So, dann lassen wir noch mal ein bisschen schneller laufen. Der Tag ist schon geschafft. Cargo-Pots mit Waffen. Eigentlich sogar dringend. So.
Das wurde noch nicht zu Ende gebaut. Jo, warten wir drauf. Gibt ja genug zu tun. So, Quest verfügbar. Adliger im Fadenkreuz. Staurius Profoto, Akolyt der Fraktion Reich der Pybo, flieht vor einer gefährlichen politischen Situation und möchte sich über einen Zeitraum von 14 Tagen in Finkwada verstecken. Die Rivalen von Profoto haben die Fraktion The King of Kauai angeheuert, um ihn zu jagen. Es wird ein Überfall mit zweifacher Stärke und in folgender Größenordnung stattfinden. 3 Foot Soldier, 4 Knighten, 1 Peasant, 3 Screen. Du musst dafür sorgen, dass die Stimmung von Profoto über 40 bleibt. Haben wir nicht. Wir haben kein freies Gemach. Hätten wir 12 Ehre bekommen für, aber wir können es uns nicht leisten momentan. Ganz einfach. So. Wir sind noch sehr primitiv, ja? So. So, der nächste Morgen müsste auch gleich anbrechen. Estelle ist mittlerweile verheilt. So, hier. Grab unserer Feinde. No storage. Okay, Predators immer. Der ist ein Dachs. Also da passiert nichts. Von dem lassen wir uns jetzt nicht irritieren. Endlich kommen mal Händler. Hervorragend. Mal gucken. Also das kam mir echt vor. Ich hatte echt so die Befürchtung, dass irgendwie was gecrushed ist hier. Und wir nie wieder Händler finden werden. Okay, Nashorn wurde schon erlegt. Super. Dann lassen wir mal die Händler herkommen. Und Numbers. Wer war denn unser Sozialbeste hier? Sinica könnte das eigentlich übernehmen. Dann dealt mal Sinica mit denen. Nachdem sie zu Ende gekocht hat. Haben wir kontaminiertes Wasser? Okay, nö, doch nicht. So, Sinica, bitte einmal hier handeln mit Manu. Sind wir denn mit Anfisa weitergekommen? Ne, ich verkaufe den noch nicht, so. Ja, wir könnten Affen kaufen. French Bulldog brauchen wir nicht. Estelle, Fischfutterglasche, Bauteile könnten wir kaufen. Wie viel Silber haben wir eigentlich? 2019. Okay. Wir können denen natürlich nichts verkaufen, ne, außer ein paar Katzen und Bauteile. Wir könnten Gold kaufen. Putzroboter, das wäre echt was, ne? Transportrobot und so. Ne. Abbrechen. Leider nicht. So. Nix da. Weiß nicht, was ich mit den Affen machen soll. Ja, so als Haustiere, so zoomäßig wäre das, glaube ich, nett. Aber, naja. Was soll's. Ja. So, hier packen wir jetzt mal Eisen rein. Stahl quasi. Und Stahl wird hier überall auch dann mal rausgenommen. Stahl brauchen wir hier nicht. Stahl kommt direkt in unsere Geschichte. Kann man das mit Stahl managen? Macht das Sinn? Könnte ich hier irgendwie einen Rohstoffauftrag geben? Mm-hmm.
Jo. Könnte ich eigentlich woanders, aber ich will das eher lieber selber kontrollieren. Das erscheint mir ein bisschen sinnvoller. Deswegen lasse ich die erstmal so den Stahl da rein transportieren. Wobei transportiert wird halt gerade gar nicht, ne? Wegen der Geschichte, weil wieder geerntet wird. Die Ernte wird eingefahren. Es wird Stahl abgebaut. Ja, ist bekannt, bekannt. So, wird gegessen. Warum wird Heu hier hingelagert? Wir wollen hier kein Heu. Rohstoffe hergestellt. Unter was wird Heu eigentlich? Unter Nahrung. Nahrung. Wasabi, Peppers. Vegetarisch. Was essen? Heu. Heu kommt hier auch nicht hin. Hier auch nicht hin. Sehr schön. Also Heu nicht mehr hier hin, sondern da, wo es hingehört. Ist ja noch genug Platz da. So. Meteorit aus Marmor. Jo, gut. Wir könnten hier auch so irgendwann mal das Silber hier mal wieder mittlerweile mal abbauen. Das ist echt gut Eisen da. Und die ziehen weiter. Ja, schade, konnten wir nichts holen. Von der Handelskarawane ist wieder Nacht. Hatten wir hier Stahl nicht schon abgewählt? Rohstoffe? Ja, hatten wir schon. Gut. Nächster Tag bricht an. Oh, Nahrung ist echt dicke. Das ist gut, das gefällt mir. Aber dann heißt das auch, dass wir weiter produzieren können. Predator sind nur noch die Dachse immer noch weiterhin. Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. So. Oh. Vielleicht jagen wir doch nicht. Oh, wurde schon gejagt. Okay, gut. Daher kommt auch das Fleisch anscheinend. So. Nee, doch nicht. Oh. Oh, nein. Echt unnötig gewesen. Wir haben ja richtig viel Fleisch hier noch. Oh. Naja. So, Ernte läuft. Stahl wird abgebaut. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass es dann auch mal wieder weggetragen wird hier. Lassen mal die Leute mal wieder ein bisschen arbeiten. Oh, wir haben echt viel Nahrung, ne? Also mit Nahrung läuft das gerade richtig. So langsam wird es auch transportiert, das ist gut. Ist ja erlaubt. Muss nur noch mitgenommen werden. Wieder ein Tag zu Ende.
Heuplatz wird knapp. Da müssen wir was bauen. Noch einen Heuboden. Kann man das nicht hier irgendwie Kopie bauen? Ja, kann man. Sehr schön. Machen wir dann einfach hier ran, ne? So, würde ich mal sagen. Neuer Heuboden. Was sagt die Temperatur hier im Innern? Ja, das sieht alles gut aus. Ist noch alles gut. Alles gut. Oh, Dachse, Verwirrung, Lucky. Königlicher Tributeintreiber. Okay, jetzt könnten wir uns überlegen, ob wir an Fisa nicht... Wobei, der Widerstand geht echt runter, ne? Also, müssten wir nicht machen, um ehrlich zu sein. Entschuldigung. So. Ne, ich glaube, das ging bei denen nur mit Sklaven, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Ich gucke mir das mal gleich an. Sie geht sich waschen. Ne, bevor du kochst, Zyniker, komm mal her. Königlicher Tributeintreiber ist gleich da. Schauen wir mal, was die wollen. Gucken wir mal, ob das echt so war. Ja, ich könnte Diamanten geben und dann kriege ich für... Ich kriege 3 davon. Nee, ich will das nicht. Ich will das nicht. So. So. Gut. Hoffe mal, dass der Nashorn nicht bald verdirbt, aber sieht echt danach aus. Also ich habe den Eindruck, als wenn das nichts bringen wird. 116. Ich lass doch mal weiter transportieren. Das soll doch echt mal gemacht werden erstmal. Holz wird eingelagert, sehr schön. Wurde anscheinend wieder neues gefällt. Was mit dem Manager-Table scheint echt gut zu funktionieren. Also gefühlt, muss ich ehrlich sagen. So. Wir könnten noch ein bisschen... Ne, wir lassen noch transportieren. Die Sachen werden so langsam abgearbeitet. Das gefällt mir. Gibt echt genug zu tun. Ja, ich glaube, das mit dem Nashorn, das wird nichts mehr. Das ist echt verschenktes Fleisch. Artisan Furniture. Dann machen wir mal die Harfe. Also wir bereiten das schon mal so für unsere Adligen vor. Den werde ich mal das mit den Klamotten... Verlege ich erstmal hier hin. Die letzte Ernte wird eingefahren. Dachse da, gut. So. Ja, wir haben ja auch noch einen Heuboden hingebaut, das ist gut. Mutterschaf ist trächtig.
Ja, so langsam, ne? Wird das so langsam kommt so ein bisschen Move rein, habe ich den Eindruck. Ihr Lieben, die letzte Ernte wird eingefahren. Wir sortieren so ein bisschen das Lager weiter. Gucken mal, wie weit wir mit den Gefangenen kommen. Die müssten ja irgendwann demnächst mal abgeholt werden. Dann kriegen wir ein bisschen Ehre. Ja, forschen weiter mal die letzten Punkte von diesem Zeitalter. Die letzten Technologien mal zusammen. Dann geht es weiter. Dann kommt auch sehr bald Strom irgendwann mal, hoffe ich. Ja. Noch läuft das. Noch ist alles in Ordnung. Niemand gestorben. Alle gesättigt. Wir haben genug Nahrung. Haben einigermaßen Schutz, einigermaßen gute Bewaffnung. Ja, das stimmt mich optimistisch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis bald. Euer Fadi.